Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, wie wir im Hintergrund schon sehen, geht es um Palito Bay, den Airport einfügen. Damit wir überhaupt einen haben, zur Installation kommen wir dann gleich. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Wir befinden uns hier. Ne, hier ist das dann. Genau, und ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück doch einfach mal an. Ja, wir machen das Ganze mal im No-Clip-Modus, würde ich sagen. Dann ist es schon etwas größer. Ja, hier kommen wir halt dann über die Brücke halt rein. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall jetzt auch einen Flughafen dann. Ne? Ja, ziemlich praktisch dann. Genau. Und hier ein paar Fahrzeughallen. Und ja, es ist halt so ein ja, kleiner Flughafen auf jeden Fall. Was aber auch cool ist, dass wir jetzt hier so einen, ja, wurde halt ziemlich gut angepasst. Jetzt haben wir hier so eine Bucht, was ich auch cool finde. Genau. Ansonsten, ja, viel zu zeigen gibt es nicht wirklich. Ist halt ein Flughafen. Ja, gut. Dann würde ich auch sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen. Und dann einmal auspacken. Das heißt, wir ja, gehen einfach in diesen Ordner hier. Und gehen dann weiter in den 5M. Und dann ziehen wir uns das Ganze dann einmal raus. So. Habe ich ja hier schon gemacht. Da kopieren wir uns dann schon mal den Namen raus. Und gehen dann anschließend in den FileZilla rein und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Dann gehen wir wieder zurück und gehen in die Server-TFG und ich gehe hier, denn hier starte ich alle meine Skripte. Das heißt, wir gehen halt nach unten und sagen einfach hier Start, Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen einfügen. Jetzt noch speichern und übernehmen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und dann haben wir den Airport installiert. Genau, mehr ist das nicht. Gut Leute, wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.